Hallo ihr Lieben, heute habe ich mein etwas anderes Video für euch, denn ich möchte euch gern 5 Bücher zeigen, die ich finde super gut in den Frühling passen und die man super im Frühling mitlesen kann. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes erstmal vorweg, das ist das letzte Video, was ich heute an diesem Tag drehe und es geht jetzt nicht mehr ohne Brille. Es geht einfach nicht mehr. Ich kriege langsam Kopfschmerzen und deswegen muss ich jetzt mit Brille drehen, auch wenn ich deswegen übelst die Reflexion in der Brille habe. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Und ja, das nur so als Anmerkung vorweg, weswegen ich die Brille aufhabe, aber es geht jetzt nicht mehr ohne. Und ja, ich habe auf jeden Fall 5 Bücher für euch, die ich finde, die man super im Frühling lesen kann. Es sind alles Liebesgeschichten. Das muss ich gleich vorweg sagen. Ich habe mich jetzt hier für 5 Liebesromane entschieden. Es sind keine Jugendbücher da dabei, da die Jugendbücher, die ich lese, meistens so High-Fantasy-Geschichten sind und Science-Fiction-Geschichten sind. Und die Bücher halt schon so sind, dass sie meiner Meinung nach von der Thematik her nicht so super in den Frühling passen, dachte ich mir, suche ich mir mal 5 Liebesgeschichten raus. Denn ich finde, Liebesgeschichten passen super in den Frühling. Wenn alles anfängt zu blühen und die Sonne wieder scheint, dann hat man gute Laune und dann habe ich persönlich immer richtig Bock auf Liebesgeschichten. Und deswegen kriegt ihr jetzt 5 Bücher von mir, die meiner Meinung nach super in den Frühling passen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich vor kurzem erst gelesen. Und zwar ist das Diamonds for Love. Das ist der erste Teil dieser Reihe und ich finde, diese Bücher passen super in den Frühling. Das sind lockere, leichte Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik und die sind einfach so toll. Die bestechen für mich durch ihre Schlichtheit. Das sind keine Geschichten, wo extrem viel Drama passiert, sondern da passieren alltägliche Dramen, die auch uns passieren könnten. Also die Bücher sind jetzt nicht 100% realistisch, aber es sind halt für mich Bücher, wo ich das alles super nachvollziehen kann, wo ich mich gut hineinversetzen kann. Und ich finde, dass Diamonds for Love, der erste wie auch der zweite Teil, der bereits jetzt erschienen ist, super Bücher sind, die man im Frühling mitlesen kann. Und wie gesagt, die sind ja jetzt auch erst erschienen. Und ja, ich kann sie euch, was das betrifft, nur empfehlen. In dieser Reihe geht es um die Familie Bennett. Und die Familie Bennett hat insgesamt 9 Kinder. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie viele Bücher dazu sicherlich kommen werden. Und die Familie Bennett, mal abgesehen vom Namen, dass sie mich immer an stolzen Vorteil erinnert, ist einfach eine so tolle Familie. Das ist eine Familie, die zusammenhält, die schon sehr viel durchgestanden hat und nie aufgegeben hat. Und jedes Mitglied dieser Familie ist wichtig für diese Familie auf seine eigene Art und Weise. Und das kommt in diesen Büchern einfach ganz, ganz toll rüber. Und die sind einfach alle so super sympathisch, weil die halt einfach so total normal sind und so bodenständig. Und klar, die haben übelst Geld, aber sie sind trotzdem normale, bodenständige Menschen. Und das ist das, was mir an diesen ersten beiden Teilen so super gut gefallen hat. Und ich freue mich jetzt auch schon, wenn der dritte Teil erscheint. Der kommt leider aus dem Juli raus, aber den möchte ich auch auf jeden Fall lesen. Denn wie gesagt, diese Bücher sind mir sehr, sehr sympathisch und ich mag sie sehr. Und ich finde, sie passen super in den Frühling durch ihre Leichtigkeit, die diese Geschichten ausstrahlen. Also, klare Leseempfehlung von mir. Dann habe ich noch eine Reihe rausgesucht, die die Leute schon kennen werden, die mich schon etwas länger gucken. Und zwar habe ich mal noch die Broken Hearts Reihe rausgesucht von Gina Showalter. Das ist der erste Teil, Gefährliche Nähe. Und auch hier kann ich ja sagen, dass diese Reihe einfach so toll ist. Ich finde, jeder dieser 3 Teile besticht auf seine eigene Art und Weise für sich. Im ersten Teil finde ich einfach unsere Protagonistin so toll und dass sie einfach so auf Zombies steht und da so eine Zombie-Macke hat. Das macht sie für mich so sympathisch. Da ist, wie hieß sie noch gleich im ersten Teil? Brooklyn, genau. Da ist Brooklyn einfach so toll, weil sie halt auch so ein bisschen durchgeknallt ist und halt nicht so eine perfekte Frau ist. Sie hat auch Hörgeräte und hat halt dadurch auch Probleme und auch ihr Gegenpart Jace ist mit seiner Vergangenheit und dem, was er alles durchgestanden hat, einfach ein so toller Mensch. Und ja, ich mag die Bücher einfach sehr und ich finde die ganze Reihe toll. Mein Lieblingsteil aus der Reihe ist im Übrigen der zweite Teil, aber da vom zweiten Teil das Cover so unglaublich hässlich ist, habe ich hier den ersten Teil jetzt rausgesucht. Ja, also ich kann euch auch die Broken Hearts Reihe von Gina Showalter nur empfehlen. Es geht in dieser Reihe im Prinzip um 3 Freunde, die in eine kleine Stadt ziehen, aufs Land und ein altes Farmhaus kaufen. Und jeder dieser 3 Freunde bekommt seine eigene Geschichte und ja, was dann halt so mit diesen 3 Freunden alles so passiert. Das ist es halt, worum es in dieser Reihe geht. Und ich muss sagen, ich mag die einfach total. Und ich liebe jede einzelne dieser Geschichten. Und ich stelle gerade fest, ich möchte sie eigentlich gerne mal wieder lesen. Denn ich mag die Bücher einfach sehr und kann sie euch deswegen wirklich nur empfehlen. Die Bücher sind schon etwas älter, aber sie sind ganz, ganz toll. Ich liebe sie. Auch wenn ich, wie gesagt, die Cover jetzt nicht
so mega gut finde. Das dritte Buch, was ich rausgesucht habe, ist Der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni. Auch hier finde ich, dass College-Geschichten für mich in den Frühling und in den Sommer gehören. Ich liebe New Adult College-Geschichten und ich lese sowas super gerne im Frühling und ich lese sowas auch super gerne im Sommer, weil das sind richtig tolle, leichte Geschichten auch, die ein gewisses Drama natürlich auch beinhalten, aber gerade so College-Geschichten sind einfach toll. Da kann ich super entspannen und super abschalten. Und gerade wenn die Sonne wieder rauskommt und die Sonne scheint, habe ich Bock auf New Adult-Geschichten. Und der letzte erste Blick war letztes Jahr eine von den Geschichten, die ich unglaublich geliebt habe. Dieses Buch ist ganz, ganz toll. Hier geht es um Emery. Und Emery kommt jetzt aufs College. Und Emery lernt dann auf dem College Dylan kennen. Und die beiden zanken sich am Anfang immer und spielen sich gegenseitig immer Streiche. Und ich habe so gelacht in der Geschichte. Wirklich, ich habe so viel, wie ich hier gelacht habe, durch diese ganze Streichespielerei, habe ich noch keine andere New Adult-Geschichte gelacht. Und dieses Buch ist einfach so, so toll und so, so lustig und so sympathisch. Und man mag die Charaktere einfach. Und ja, ich kann euch Der letzte erste Blick, wie auch der zweite Teil, Der letzte erste Kuss, nur empfehlen. Der dritte Teil zu dieser Reihe kommt im Mai raus. Das ist Die letzte erste Nacht. Und auch hier freue ich mich schon sehr auf die Geschichte, denn man lernt die Charaktere, die in diesem Buch und auch im zweiten Teil drin vorkommen, einfach lieben. Und man freut sich dann schon drauf, wenn ein Nebencharakter seine eigene Geschichte bekommt. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf den vierten Teil, auch wenn der noch nicht mal fertig geschrieben ist. Aber ich freue mich da jetzt schon drauf, weil ich weiß, um wen es im vierten Teil geht. Und es ist einfach so toll. Und ich mag das immer, wenn man so eine Gruppe hat von Leuten und wenn dann jeder aus dieser Gruppe so seine Geschichte bekommt und man die lesen kann. Das mag ich einfach sehr. Und wie gesagt, ich liebe New Adult-Geschichten. Und deswegen ist Der letzte erste Blick von mir definitiv eine Empfehlung und definitiv ein Buch, was ich finde, man im Frühling super mitlesen kann. Die vorletzte Reihe, die ich rausgesucht habe, habe ich letztes Jahr gelesen und ich habe sie geliebt und ich habe sie extrem gefeiert. Wirklich, ich feiere diese Reihe heute noch. Ich liebe die Charaktere, ich liebe das Setting. Ich fand die Stories rund um die Charaktere so richtig toll und das war einfach so eine Geschichte und so eine Reihe, wo mir das Herz aufgegangen ist bei den Geschichten. Und ja, ich rede von der Vermont-Reihe von Sarina Bowen. Und ich hatte vorher von Sarina Bowen noch nichts gelesen. Ich glaube, es ist auch die erste Reihe, die in Deutsch von der Autorin erschienen ist. Und die True North oder Vermont-Reihe ist einfach so, so toll. Die Bücher spielen in Vermont auf einer Apfelfarm. Und es geht im Prinzip um die Familie Shipley. Und die Familie Shipley ist wie die Familie Bennet, einfach so eine ganz tolle Familie, die zusammenhält, egal was passiert. Die gehen zusammen durch dick und dünn und es ist einfach so, 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 so toll. Die Vermont-Reihe hat bisher drei Teile. Ich glaube, im Amerikanischen ist der vierte Teil jetzt schon erschienen. Und ich hoffe, dass der Lux Verlag auch hier die weiteren Teile, die zu dieser Reihe noch rauskommen, noch mit übersetzen wird. Denn es sind so tolle Bücher. Und der Schreibstil von Sarina Bowen ist so toll. Und Sarina Bowen schreibt so tolle Handlungsstränge. Ich hoffe wirklich, dass die Geschichten hier noch mit übersetzt werden. Denn ich liebe die Charaktere der Vermont-Reihe sehr. Also ich mag da wirklich jeden einzelnen Charakter. Und ich finde, die Geschichten, die sich Sarina Bowen ausgedacht hat, die sind einfach so gut und die haben mich so berührt. Jede Geschichte auf ihre Art und Weise wieder. Im ersten Teil zum Beispiel hat mir dieses ganze Feeling von dem Buch einfach gefallen, was das Ganze vermittelt hat. Diese Apfelfarm und das Arbeiten auf dieser Farm und dieser Zusammenhalt, der dort herrscht. Und das war für mich am ersten Teil quasi das, was mir da so unglaublich gut gefallen hat. Im zweiten Teil war es die Dramatik, die hinter der Geschichte von Jude gestanden hat. Die war auch einfach so gut und ich freue mich jetzt auch wahnsinnig einfach schon auf die neue Reihe von Sarina Bowen. Das ist ja die Ivy Years-Reihe. Ich glaube, die Ivy Years-Reihe hat sie eigentlich vor der Vermont-Reihe geschrieben. Also in Amerika gibt es zur Ivy Years-Reihe, ich glaube, schon 9 Teile. Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, Bevor wir fallen, von der Autorin kommt Ende März jetzt raus. Und das Buch will ich unbedingt haben und ich will es unbedingt lesen. Und ich freue mich da schon sehr. Und ich kann euch, wie gesagt, die Vermont-Reihe oder True North, wie sie bei uns in Deutschland heißt, wirklich nur empfehlen. Die Bücher machen einfach Spaß. Und wie gesagt, dieses Feeling, was in diesen Büchern rübergebracht wird, ist einfach so toll. Ich habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, gesagt, ich möchte gern von dieser Familie adoptiert werden. Die sind einfach so toll. Die sind so bodenständig. Die sind, ja. Und ich finde, da das Ganze auf einer Apfelfarm spielt, draußen in der Natur, im Freien, lässt sich das super im Frühling lesen. Und deswegen habe ich mich hier noch für die True North oder Vermont-Reihe entschieden und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Das sind so, 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 so tolle Bücher. Ich liebe, liebe, liebe. Die letzte Reihe, die ich rausgesucht habe, ist eine Urban-Fantasy-Reihe für Erwachsene, denn es gibt erotische Anteile in dieser Geschichte. Und ich habe damals, wo ich die Geschichte gelesen habe,
nichts erwartet und das war umso besser, denn diese Geschichte hat mich umgehauen. Und zwar rede ich von Kuss des Feuers von Kristen Callihan. Das ist der erste Teil der Darkest London-Reihe und oh mein Gott, war dieses Buch gut. Dieses Buch hat mich, wie gesagt, einfach umgehauen. Es ist auch so ein bisschen wieder so eine Adaption, glaube ich, auf Die Schöne und das Biest, aber nur so im entferntesten Sinne. Und der Kuss des Feuers war einfach so, 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 so toll. Ich mochte die Charaktere. Ich fand das Setting, es spielt London 1800, schieß mich tot. Ich fand das mit diesen Fantasy-Elementen einfach so gut. Das hat mir so gut gefallen und auch die Liebesgeschichte, die ja noch ja, im Vordergrund mit einer Rolle spielt, die hat mir auch so gut gefallen. Und das war einfach eine Geschichte, die mich damals umgehauen hat. Und ich habe die Geschichte damals auch im Frühling gelesen. Und deswegen, ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. Und ich fand auch den zweiten Teil richtig gut. Der dritte war nicht so meins. Es gibt bei dieser Reihe inzwischen, glaube ich, insgesamt 5 Teile, die in Amerika erschienen sind. Der Verlag in Deutschland hat aber nur die ersten 3 Teile übersetzt. Was aber nicht schlimm ist, da man die Bücher unabhängig voneinander lesen kann. Und ja, ich kann euch die The Darkest London-Reihe von Kristen Callihan nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe sie. Kristen Callihan schreibt einfach so tolle Geschichten mit Plot-Twists, die man nicht erwartet. Und ich liebe die Reihe. Ich habe dieses Buch damals auch im Frühjahr gelesen und ich finde, das passt super in den Frühling und kann euch das wirklich nur empfehlen. Lest diese Reihe. Man kriegt diese Bücher, dadurch, dass sie auch schon älter sind, auch recht günstig bei Rebuy und Medimops und sie sind einfach so toll. So, so toll. So, 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 so toll und ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Lest diese Bücher. Sie sind anders als erwartet, aber so, so gut. Das waren sie auch schon, meine 5 Frühjahrsbücher-Empfehlungen für euch. Wie gesagt, es sind alles Liebesgeschichten, aber ich finde halt, Liebesgeschichten passen super in den Frühling, wenn die Sonne wieder scheint, wenn das Leben in der Natur zurückkommt und erwacht, dann, ach ja, finde ich es einfach die perfekte Zeit für eine Adult-Bücher und ich liebe diese Reihen unglaublich und kann sie euch alle nur ans Herz legen. Wer sie noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an, sonst habt ihr echt was verpasst. Und mehr kann ich euch an dieser Stelle auch nicht sagen, außer dass ich jede einzelne dieser Buchreihen liebe und definitiv in meinem Leben noch 2-3 Mal lesen werde und ja, ich sie euch wirklich nur ans Herz legen kann. Ansonsten war es jetzt an dieser Stelle auch von mir. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.